Hallo, ich bin's mal wieder, Lego Star Wars Freak 333. Ja, ich mache jetzt sozusagen ein 25-Abo-Special. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber jetzt habe ich gerade, glaube 27 oder 28 Abonnenten und schon. Und da ich halt gerade ein größeres Mock gebaut habe, wie man sieht, habe ich das jetzt einfach mal als 25-Abo-Mock genommen. Ja. Da habe ich zum einen hier die Republik und da die Separatisten. Und die Republik greift gerade die Separatisten an. Die haben halt hier so einen Bunker mit so einem Außenposten. Ja. Und ich fange mal hier hinten an. Da hinten ist Plo Koon mit seinem Starfighter. Da rennt er gerade raus. Ja, als Unterstützung, genauso wie Ahsoka mit so ein paar Troopern von der Horn Company, einem ARF Trooper und Commander Trauma. Der wartet hier gerade auf die letzten Männer. Dann hier ein Klonschütz. Hier ist ein Sanitäter, der rennt gerade hier aus dem Vorposten, sag ich mal. Also die Klone haben so einen Vorposten errichtet, weil sie halt die Basis von den Separatisten belagern, da halt Nachschub und sowas drin haben. Ja, hier hinten verlädt gerade so ein Klonpilot an so einem kleinen Kran, den kann man halt auch drehen. So. Verlädt er halt gerade so Truhen mit bereits Erbeutetem von den Droiden, also Waffen und alles Mögliche. Karten, also Holokarten und sowas. Also was ihm für den Krieg wichtig ist, dann, was sie erbeutet haben, verladen die halt gerade, das wird dann abgeholt. Haben die noch eine Werkzeugkiste? Hier sind Commander Bly, Commander Gree, Luminara Unduli, ein Admiral und Aayda Secura an so einem Holotisch. Hier sind noch ein paar Steuerelemente mit einem AT-AT-Piloten und noch einem Admiral. Ja, hier ist halt ein Waffenhalter, der Sanitäter. Hier ist so ein Autogeschütz. Dann ist hier ein Scharfschütze, der hier sich hier gerade versteckt hat, um auf die Droiden zu schießen. Hier Shark Team. Die rennt gerade, um Anakin Skywalker zu unterstützen, der gerade gegen Asa Ventress kämpft, aber dazu komme ich gleich. Dann ist hier eine meiner Lieblingsszenen an dem Mock. Hier sind Commander Cody mit Bomb Squads, aber ich nehme die als Truppen von Commander Cody. Ja, die haben sich halt hier gerade hinter Barkspeedern verbarrikadiert. Ja, die Idee dafür, für diese Barrikade aus Barkspeedern, habe ich von Mr. Commander Trey. Ja, an der Stelle eine Abo-Empfehlung an ihn. Macht sehr gute Videos und hat vor allem auch sehr gute Mocs. Ja, und Obi-Wan Kenobi ist hier. Autogeschütz nochmal. Dann sind hier Commander Bacara, Ki-Adi-Mundi, ein paar Galactic Marines, die kommen gerade auch zur Verstärkung. Einer von den Galactic Marines wurde schon verletzt bzw. angeschossen. Das war von dem Droiden-Scharfschützen hier oben in diesem Wachturm. Aber der wird gleich vom Gunner auf dem Mann Turbotank abgeschossen. Hier ist so ein Aerial Trooper. Ja. Da habe ich den Helm von meinem Aqua Trooper gegeben. Ja, der hat so halt so einen Doppelblast, dann fliegt der auch in den Kampf. Ja, dann ist hier diese Steuereinheit vom Clone Turbo Tank mit dem Speer der 212. Hier ist mein 212. Airborne. Der fliegt auch im Kampf und hat halt auch so eine Blasterwaffe und feuert auch schon auf die Droiden. Ja. Dann habe ich hier halt so einen Leiter am Clone Turbo Tank, wo die Klone raus können. Ja, dann habe ich hier so einen AT-AT-Driver an diesem Geschütz, das ich schon mal gezeigt hatte. Also, dass man in so ein Geschütz verwandeln kann, dass der so auf dem Rücken tragen kann. Ja, also ich glaube, ich schon mal in meinem Custom-Update meinem einen gezeigt. Hier ist noch ein Klon, der kniet gerade und mit so einer Panzerfaust will der hier auf den Droidenpanzer schießen. Ja. Dann sind hier zwei Klone mit so
Barrikaden sind da so, Mauern, die schießen halt gerade auch auf die Droiden. Ja, an der Stelle mache ich jetzt mal eine Pause und mache in den zweiten Teil weiter.